Hey Leute, willkommen zur zweiten Runde von Paraworld. Nachdem letzte Runde es ja wieder so geil für mich lief und du mit deinen Stego und Velociraptoren mich umgenietet hast, weil ich einfach nicht geguckt habe, dass die Nordfolk-Leute, oder wie heißen sie, die Wikinger, glaube ich, nicht gut sind gegen Dinos. Hast mich ganz gut gekontert dann. So, ich bin bereit. Und du spielst weiterhin Wüstenvolk und ich das Nordvolk. Oh, ich habe falsche Farbe. Aber ich habe eine andere Armee genommen. Bisher, ich habe auch falsche Farbe. Muss irgendwie schnell nicht sein. So. Ich habe jetzt wieder Angst, weil er wieder irgendwas rumgefummelt hat. Ne? Wenn er jetzt die gleiche genommen hätte, hätte ich jetzt keine Angst. Aber so denke ich mir wieder, oh, Early Rush oder so. Gar keinen Bock drauf. Werden wir mal schauen. Also wie es läuft. Oh, jetzt starte ich hier oben. Interessant. Oh, ich hätte lieber die alte. Ja, dann muss ich mich auch erstmal umgewöhnen. Arbeit? Nö. Kriegst alles kostenlos. Arbeit? Gibt's Arbeit? Frag mich, sagen die dieselben Sachen? Nee, sagen sie nicht, glaube ich mal. Nee. Ich meine, die vom Wüstenvolk klingen ein bisschen stumpf und plump. Einfach. Oh, jetzt habe ich das falsche Gebäude gebaut. Und schon wieder schreibt meine Freundin die einfach rum. Kann ja mal machen, ne? Kann sie einfach machen, ja, würde ich auch behaupten. Könnte man auch lassen, aber warum? Kann man ja machen, ne? So. Ach, kümmern wir uns gleich um den hier. So, jetzt. Das war schon ein bisschen blöd gewesen, dadurch, dass ich das falsche Gebäude gebaut habe. Ey, du Kakton, bleib da. Was gibt's? Kakton. Beleidige nicht die ganzen Einheiten hier. Das sind neutrale Tiere, ne? Steht das dran? Ne, friedliches Tier. Iguanodon, oder? Ja, genau. Ich wollte doch gerade sagen, die haben doch an dem Daumen, wenn man jetzt ganz nah ranzoomt an die kleinen Viecher, die haben an dem Daumen einen kleinen Dorn, müssten sie haben. Ernsthaft? Ja, haben sie sogar. Ja. Boah. Krank. Also die haben sich echt ganz extreme Mühe gegeben bezüglich den, der auch wirklich eine Erforschung der Dinosaurier hat. Also die haben wirklich extreme gut gearbeitet gemacht. Die haben sich so viel Mühe gegeben und trotzdem gibt es keinen zweiten Teil. Nö, weil es auch pleite ist, das Studio. Ja, ich weiß, aber ne, da gibt man sich so viel Mühe und kommt nichts bei rum. Traurig. Das ist ein gutes Spiel rum. Ja, aber hätten auch gerne mal einen Nachfolger machen können dann noch und nicht pleite gehen oder so. Verstehst? Echt mal, warum gehst du einfach pleite? Scheiße. Ich hätte gern einen Nachfolger gesehen. Oder so. Ich meine, das Spiel hat doch Potenzial. So, keine großen, gibt keine großen Bugs. Die Story war auch in Ordnung. Ja, die war ganz schön. Und mein Gott, es gibt Dinosaurier. Wie cool ist das denn? Es gibt Dinosaurier! Ja, das ist es doch einfach nur. Man kann Dinosaurier kontrollieren, steuern, man kann Dinosaurier Armeen aufbauen. Da wollte ich eigentlich das Spiel zeigen mal, wo Paraworld vielleicht ein bisschen sich die Ideen geholt haben. Damals auf DOS-Ebene noch. Das hieß J-Wars. Wollte ich mal kurz vorstellen wenigstens, aber... Ja, nee. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon vorstellen kann. Habe ich den jetzt gebaut? Ja, habe ich. Boah, hab ich verballert. Arbeit? Immer noch nicht. Immer noch keine Arbeit für die Leute? Ist ja blöd. Weiß nicht, ob ich jetzt zu viele Arbeiter habe, zu wenige Arbeiter, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Oh, es wird Nacht. Wird es bei dir auch Nacht? Würde mich interessieren. Ja. So. Was wollte ich jetzt? Nein, da. Kennt man sich einfach nicht aus. Also gegen Profispieler wäre es schon geil, wenn ich das machen würde. Ich weiß gar nicht, ob es hier Hotkeys gibt für Sammelpunkt und so. Weiß ich nicht.
da steht nichts dran. Das sind immer so Hotkeys, die ich dann vielleicht mal benutze. Wenn überhaupt. Eventuell. Ich bin ja so ein Hotkey-Muffel. Denk immer so, nee. So nur. Die schon gerade wird angegriffen, weil es sind irgendwelche Viecher, die rumlatschen schon wieder. Die einfach angegriffen werden. Kein Stress. Ich bin ein sehr gemütlicher Strategiespieler, bei mir kommt da nicht so schnell was. Nicht so wie bei Patrick. Das Command Conquer ist ein ganz anderes Spiel. Also, da kann man bestimmt sehr gut, ja, wie man halt gesehen hat, früh so Billig-Einheiten rauspumpen oder so. Vor allem, ich war eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Kann ich schlecht beurteilen. Ich kann das Spiel ja selbst nicht. So, verdammt. Invalid. Und hier haben wir. Dich wollte ich haben. Wo haben wir es denn? Sehe ich denn schon wieder hier was, was ich nicht sehen möchte, oder was? Yep. Ich höre, hallo. Alter, hast du viele Häuser. Ist das da? Forsthaus? Oh, Speerleute. Darauf lasse ich mich nicht ein. Kannst du mich mal... Da kämpfe ich nicht gegen. Feigling, du. Was gibt's? Und ihr könnt hier mithelfen. Oder einfach hier. Mach das mit. Ich wollte ja eigentlich nur gucken, was du machst. Ich wollte ja mit den Raptoren dich nicht irgendwie belästigen. Oder genau, so. Genau. Und da laufen sie schon wieder lang da hinten. Ja, hab doch mal Range mit dem Bogenschützen. Schießt ja so 3 Kilometer. Jetzt lass mich mal in Ruhe hier, ich gehe auch schon wieder. Ich gehe. Danke. Bitteschön. Gern geschehen. Kommt aber nie wieder vor. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich warte erstmal. Arbeit? Diese Frage. Was ist das denn für ein Strand hier? Wo sind denn die Fische? Brauchst du einen Hafen? Ja klar, mein Hafen ist mobil und kann fischen, you know. Kann gut sein. Ich brauche nicht mal Fischerboote oder so einen überbewerteten Kack. Ich schicke einfach den ganzen Hafen los. Aber irgendwie war die andere Stelle besser. Da war irgendwie... halt was im Wasser und da ist gar nichts im Wasser gerade. Ja. Ich glaube, es gibt auch nur 2 Stellen, wo du angeln kannst. Also die sind eigentlich auch gekennzeichnet auf der Karte, gebe ich dir als Tipp. Ah ja, ich sehe es gerade. Okay, danke. Boah, der braucht ewig dahin, egal. Wie viel braucht der? Oh, easy. Leiste ich mir. Das ist mal eine ordentliche Charge. Was kann der? Okay, der kann genau das. Brauch mal gar nicht lange, du. Ey, ey! Wo haben wir denn noch einen unwichtigen? Ja, da haben wir einen. Ich kann noch was anderes machen. So. Oh, wenn das jetzt mal nicht Ressourcenverschwendung war. Aber egal, wollen wir mal nicht so knauserig sein. Und ich habe was vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Das ist immer toll. Wo habe ich denn einen Schlafenden? Da ist ein schlafender Arbeiter. Du machst mir nicht genug Ressourcen, okay. Dann bau halt Holz mit ab und du gehst jagen. Geh jagen jetzt.
Ne, du sammelst da Holz mit. Und du... Er steht direkt neben dem Sammler und macht nichts. So unmotiviert, da könnte ich ja ausrasten. So, ich lerne ja aus meinen Fehlern, ne? Oh je, das macht mir Angst. Pass auf, jetzt geht er voll ab, techt erstmal hoch und kommt dann mit den Einheiten, die effektiv sind. Statt mit Kriegern anzugreifen. Ja, seid mal unnütze, ihr Bauern. Ey, wie ich die euch liebe. Jetzt lass mal kurz gucken, wo fehlen hier welche? Da. Okay. So, der ist sowieso langsam wie Arsch, also können wir den schon mal losschicken. Den schicken wir auch los. Mein Hafen ist fast da. Ich bin ja mal gespannt, was du hier so baust schon wieder. Ach so, ich verstehe. Ich weiß, dass ich falsch gemacht habe. Und wie ich einfach wichtige Upgrades viel zu spät mache. Ich heule. So. Komm, dann wollen wir doch mal sehen, was er wieder gebaut hat. Oh, er hat schon einen Tempel. Er hat schon eine große Tierfarm. Das ist gar nicht gut. Ja, deine Reichweite ist ja mal überhaupt nicht im Bahn. Nee, ne? Gar nicht. Dachte ich mir auch. Oh Gott, Rhino Transporter, nein. Okay, du hast auf jeden Fall schon mal Tech. Das gefällt mir gar nicht. Denn Nordvolk mit Tech ist gut. Ohne Tech ist nichts wert, aber mit Tech ist gut. Okay. So. Was mache ich jetzt? Was brauche ich hierfür jetzt? Wieder Holz. Wie viel habe ich denn mit Holz? Eindeutig zu wenig irgendwie. So viel wie ich brauche. So, ich muss jetzt was unternehmen, Leute. Ich nehme ja gar nicht auf, aber egal. Ich spreche einfach zu euch auch noch. Ich sag hier eindeutig nicht. Denn der Sack, der techt mir gerade ein bisschen zu gemütlich, ein bisschen zu viel hoch. Und nö, will ich einfach nicht so. Sehe ich gar nicht ein. Ich will die ganze Zeit Sachen sagen, die du nicht hören sollst. Kenn ich. So kommentartechnisch. Beschränken wir einfach mal. So, du gehst mal da unten hin. Dann brauchen wir nicht 2 Jahre. Ja. So, da bin ich wieder. Der Teil ist zum Glück nicht kaputt gegangen. Okay, können wir weitermachen? Ja, können wir weitermachen. Okay. Ach so. Meine Fresse. Ja, was geht? Was ist meine Fresse? Das Ding ist langsam, habe ich gerade gemerkt. Da ist er. Ist okay. Und noch viel weiter. Warte, wie kann man hier mehrfach Selektion machen? So kann man. Okay, die müssen nämlich mal ein anderes Target nehmen. Was hat er für Spezies? Okay, schieß mal mit drauf. Jetzt kommt schon auf Fokus an. Sonst wird der Kampf nämlich nichts. Der Kampf dient aber... Na, das soll ich ja nicht sagen. Und ich finde die Kampfmusik gut. Ja, die ist gut. Obwohl ich glaube gerade nicht die Musik nicht höre.
den Göttern. In die Ewigkeit. Okay, das reicht mir schon. Tschüss. So, reicht das jetzt? Ja, es reicht. Der Kampf hat nämlich nur einem bestimmten Zweck gedient und nicht deiner Vernichtung, das kann ich ja jetzt sagen. Denkst du? Ja, wirklich. Ist aber schade, dass du meinen Druiden nicht getötet hast. Oh, 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 jetzt kommt er hier ganz dick raus. So. So, okay. Ich laufe schon wieder zu weit weg hierfür. Levelst du den Druiden auch? Den habe ich nicht gelevelt, aber ich habe ein paar Einheiten gelevelt, damit ich die heilen konnte, damit ich dann. Achso. Ja, ihr sollt abbauen. Was macht ihr denn immer? Jetzt muss ich aber auch ein bisschen aufpassen. So, die machen das. Da kriege ich Leute. So, und ihr? Ach, ist noch nicht. Okay. Habe ich doch jetzt. Oder nicht? Aber bin ich blöd. Du willst jetzt echt nicht eine Antwort davon haben, oder? So, das muss hoch. Nein, das kann ich auch woanders machen. Das ist ja das Schöne, wenn man mehrere Hauptgebäude praktisch hat. Ja. So, jetzt schauen wir mal kurz. Warum pennen hier schon wieder Einheiten? Muss man nicht verstehen. Effizient was machen. Das will ich nicht. Das ist nicht wichtig. Ich brauche die hier. So, Leute. Jetzt haben wir das. Und ich vergaß. Das ist total... Was hast du vergaßt? Ne, ich vergaß, dass das total hardcore viel kostet, was ich gerade gebaut habe. Könnt ihr jetzt mal abliefern? Ey, dass das manchmal verbuggt ist, dass die Arbeiter ihre Sachen nicht abliefern, ne? Und dann vor dem Sammler stehen. Wieso werde ich angegriffen? Wo? Seh's nicht. Wo ist denn hier eine Einheit? Da! Boah, im Grünen den Typ da zu finden. Jetzt weißt du, warum ich grün genommen hab. Ich dachte gerade, ich wäre auf Wildsaurier oder so gestoßen. Boah, wie nervig. Einfach ein bisschen nerven ist auch gut. Ja, das ist zu spät. Das ist noch viel schlimmer. Eins, zwei, Moment, wie viele? Weiß ich gerade gar nicht. Boah, ey, Moment mal, wie viel kosten die denn? Lohnt sich das? Boah, das ist so scheiße. Muss ich aber machen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass du gleich kommst und meinst, du müsstest mir einen geben. Ach. Weil du jetzt deine fetten Rhinos und so hast, die du jetzt noch mehr von produzierst. Vielleicht wartest du auch noch auf die Mammuts, bevor du mir einen geben willst, das weiß ich nicht. Ach, Quatsch. So. Auf jeden Fall habe ich auch nicht gesehen, wo du mit dem Typ reingeschlüpft bist, deshalb weiß ich nicht, was du alles gesehen hast. Das geht mir gerade noch mehr auf den Sack. Ich will nämlich nicht, dass du Sachen von mir siehst. Mammut, bereit! Wir sind da!
Ach, davon noch einen produzieren ist auch gar nicht mal so schlecht. Okay, Holz für diesen unnötigen Skill. Pff, du kannst mich mal. Er ist da noch am Fischen, das ist gut. So. Wieso habe ich denn wieder keine unbeschäftigten Arbeiter? Voll am Beschweren so. Oder wieder? Achso, nee, doch hier. Oh Gott, er fragt sich, wo er lang gehen soll. Gar nicht gut. Ich hätte gern noch Upgrades, bevor ich mit dir kämpfen muss. Ach, müssen tust du gar nichts. Du bist immer so sozial. Ich weiß. Oh nein! Was denn? Nichts. Bin ich froh, dass ich dich aufnehme. Hast du gerade das falsch produziert? Nee, ich habe die ganze Zeit ein Gebäude weggelassen, was ich mich gefragt habe, WTF. Wie du wünschst. Oh nein, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Was war da? Nix. Muss ich noch einen Speer opfern? Da war doch nichts, brauchst du nichts opfern. Er war sehr schnell tot. Das ist schon mal ein Indiz für irgendwas. Also entweder hast du in der Mitte eine Verteidigung errichtet oder du hast in der Mitte deine Einheiten aufgestellt. Ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Na klar, und die kann ich nicht. Oh mein Gott, was ist los? Der Pass wird angegriffen. Okay, die werden sowieso wahrscheinlich alle sterben. Das wird jetzt interessant.